So, jetzt beginnen wir. Faustbreit stehen. Aufgerichtet stehen. Innerlich gelöst werden. Die Augenbrauen entfalten. Wenn man die Augenbrauen entfalten kann, kann man den inneren Körper entspannen. Die Zungenspitze hinter die oberen Schneidezähne an den Gaumen legen und ruhig und sanft atmen. Den Atem tief werden lassen. Die Vorstellungskraft, die Wahrnehmung auf den Unterbauch richten und sich vorstellen, unterhalb des Bauchnabels befindet sich ein kleiner Ball im Bauch, das sogenannte Dantien. Mit links den Stand schulterbreit öffnen. Sechs öffnende und sechs schließende Kreise. Die Handgelenke werden gekreuzt. Gehoben. Dann die Handflächen nach außen drehen und über die Seiten runterführen die Arme. Kreuzen, heben. Einatmen. Fünf. Andersrum. Über die Seiten heben. Über den Kopf die Handgelenke kreuzen. Und sinken lassen. Zum Unterbauch führen die Hände. Lösen. Heben. Die Fingerspitzen führen. Und senken. Einatmen. Fünf.
6. Und lockere Fäuste bilden. Ellbogen bleiben rechtwinklig. Die Hände werden auf Stirnhöhe gehoben, in den Unterarm gedreht, dann nach hinten ziehen, Ellbogen etwas zusammenführen, Hände wieder Taille. Auf Stirnhöhe heben, in den Unterarm drehen, nach hinten führen zur Taille. Und jetzt dabei die Wirbelsäule etwas beugen. Aufrichten, nach hinten führen, strecken die Wirbelsäule, gerade werden. Und 1. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Andersrum. Die Handrücken werden nach vorne gedreht, dann werden die Handrücken zusammengeführt, Ellbogen bleibt rechtwinklig, nicht ganz. Und dann die Ellbogen nach unten drehen, Hände zur Taille, also nochmal nach vorne, zusammenführen, Ellbogen nach unten, zurückführen. Und jetzt hierbei die Wirbelsäule rund machen. Und beim Zurückführen die Wirbelsäule aufrichten. Und 1. 2. 3. 4. Mit den Schultern paddeln. Vorne auf Stirnhöhe eine Hand heben. Die Schulter sind 45 Grad gedreht. Dann in den Unterarm drehen. In einem großen Bogen nach hinten ziehen. Gleichzeitig die andere Hand aufsteigen lassen. Jetzt hinten rechts sinken lassen. Oben nach außen drehen. Vor der Mittellinie des Körpers auf Stirnhöhe hochgehen, drehen, nach hinten ziehen. Und 1. 2. 3. 4. 5. Jetzt andersrum. Hinten heben, nach vorne nehmen, bis zur Mittellinie kommen, Ellbogen sinken lassen, andere Seite hinten heben, nach vorne führen, sinken lassen. Wieder.
Hinten heben, drehen. Vor die Mittellinie kommen und senken lassen. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zurückkommen. Arme lösen. Die Schultern klopfen. Einmal vorne auf den Brustmuskel. Locker klopfen, wer so nicht rankommt, mit den Fingerspitzen. Beim zweiten Mal von oben nach unten fallen lassen, auf den Nackenbereich. Wer mit lockeren Fäusten, wer nicht rankommt, mit Fingerspitzen. Und dann über die Seite klopfen, wer nicht rankommt, mit den Fingerspitzen. Und jedes Mal danach die Arme locker lassen. Immer locker fallen lassen. Und beginnen. Vorne, hinten, Seite. Vorne, hinten, Seite. Und drei, vier, fünf. Sechs. Okay. Dann Schulter und Lende klopfen, locker auf die Schulter oben klopfen und hinten auf den Lendenwirbelsäulenbereich, auf den Akupunkturpunkt nehmen und beginnen. Eins, zwei, drei, vier. Bauchreiben. Die rechte Hand wird auf den Solarplexus in etwa gelegt. Darüber die linke Hand. Jetzt wird der Bauch so rum gerieben und dabei schwingt man mit dem Becken mit. Oh, beginnen. Eins. Zwei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, innehalten. Wechseln die Hände. Andersrum. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Nach unten führen, Hände, Taille,
Daimai harmonisieren, das Gürtelgefäß, einfach kreisen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Andersrum, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Die Hände auf den Nierenbereich legen. Dann den Rücken warm reiben, dabei reiben die Hände nach unten. Gleichzeitig nimmt man den Bauch etwas zurück und öffnet hier hinten und dann hochkommen. Und beginnen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins, zwei, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und nochmal Bauch und Lende klopfen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit dem Becken so hin und her schaukeln, dann oben am Beckenansatz klopfen und gleichzeitig hier klopfen. Dann geht das Becken rüber, hier klopfen, dort klopfen. Oh, beginnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Stehen und das Knie klopfen, unterhalb des Knies klopfen. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Faustbreit stehen. Dreimal die Leiste klopfen, von oben nach unten. Eins, zwei, drei. Dann die Knie zusammenführen und auf den Po klopfen. Dabei schwingt das Becken mit. Und beginnen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Knie zusammen. Die Knie reiben.
Enden reiben. Außen. Innen. Knie drehen und massieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Andersrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, beide Knie zusammen, Hände sind vor den Kniescheiben, die Knie bleiben zusammen und kreisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und andersrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann zu Granitknochen, eine Handbreit unterhalb der Kniescheibe, auf den Knochen gehen, bis hier nach außen, hier wo der Muskel ist, hier wird zuerst geklopft und dann nochmal seitlich aufs Warmbein klopfen. Die Knie bleiben zusammen und wippen und der Rücken wird ganz rund gemacht und gelockert und auch Schultern und Halswirbelsäule lockern dabei. Und beginnen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Außen.
Und auch beim Senken jeden einzelnen Wirbelkörper lösen, nach vorne beugen lassen. Und beim Heben einatmen. Und beim Senken ausatmen und entspannen dabei. Den ganzen Menschen strecken. Achtförmige Wirbelsäulenbewegung. Nach rechts hinten kippen die Wirbelsäule. Nach rechts kreisen, nach rechts vorne. Nach links hinten kippen. Nach links, links vorne. Rechts hinten, rechts, rechts vorne. Links hinten. Links, links vorne. Einmal auf der rechten Seite einen Kreis beschreiten. Auf der linken Seite einen Kreis beschreiben. Zur Mitte kommen. Schultern lösen, nach vorne sinken. Und jetzt mit dem Becken hin und her pendeln und dem Steiß. Eins, zwei. 4, 5, 6 und dann heben. Strecken und dehnen und nach rechts die Wirbelsäule neigen. Und andere Seite. Drei, vier, fünf, sechs. Zur Mitte kommen, senken, nach vorne beugen, lösen. Ganz entspannen den Rücken und mit dem Steißbein pendeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann wieder heben. Und achtförmige Bewegung nach rechts hinten beginnen, rechts im Kreis beschreiben, nach links hinten, links im Kreis beschreiben. Drei, vier, fünf, sechs.
zur Mitte kommen. Mit dem Kopf eintauchen und mit dem Schwanz wedeln. Auch mit dem Schwanz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und zur Mitte kommen, wieder aufrichten. Und nochmal über die Seite neigen, nach rechts, die ganze Wirbelsäule seitlich dehnen. Links. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Zur Mitte kommen. Senken. Entspannen. Mit dem Steißbein wedeln. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh, das Klopfen. Die Hände an den Seiten heben. Armflächen zeigen zum Lendenwirbelbereich. Und jetzt einfach zu klopfen. Außen runter. Innen hoch. Aufrichten. Leiste. Außenseite. Wechseln. Dann zwei Durchgänge. Jetzt hinten klopfen. Durchgreifen. Links innen, außen, oh, rechts innen, außen, letzter Durchgang. Die Nieren noch mal rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dreimal einsammeln, über die Seiten heben, Hände kreuzen, einatmen, ausatmen, drei. Die Hände übereinander legen.
den Unterbauch legen. Dreimal in den Bauch atmen. Den linken Fuß faustbreit zurücknehmen, aufrichten, Hände lösen, fertig machen.